Langstreckenflüge mit Colitis ulcerosa oder einer anderen chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, Reizdarm oder Unverträglichkeiten, wie ich das bewältigt habe und wie du das auch kannst, darum geht es in dem heutigen Video. Aber erstmal hi an alle, die mich hier noch nicht kennen. Ich bin Tanja, ganzheitliche Gesundheitsberaterin und Darmexpertin von Ganz Gesund Glücklich. Erstmal Hand aufs Herz. Wenn du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, sowas wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder vielleicht auch Reizdarm oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, traust du dich da in ein Flugzeug zu setzen? Vielleicht auch in einen Langstreckenflieger? Also zum Beispiel, stell dir mal vor, 6 Stunden nur in einem Flugzeug zu sitzen und vielleicht auch 8 Stunden oder 11 Stunden. Also für mich war das früher der totale Horror. Ich habe es mich nicht getraut. Aber seitdem ich Colitis ulcerosa, Reizdarm und meine Nahrungsmittelunverträglichkeiten in den Griff bekommen habe, da bin ich jetzt ins kalte Wasser gesprungen. Heute nehme ich dich mit zu meinem letzten Langstreckenflug. Was alles schiefgelaufen ist und was da so passiert ist, erzähle ich dir auch. Und bleib unbedingt bis zum Ende dran, weil da gebe ich dir ganz, ganz viele hilfreiche und praktische Tipps, wie du deinen nächsten Langstreckenflug erfolgreich bewältigen kannst. Meine letzte Reise bestand aus ursprünglich 3 Langstreckenflügen. Von München nach New York, das war die erste. Da lief schon alles schief. Wir sind aufgestanden in der Früh, wollten losfahren und dann stand schon, Flug wird gecancelt. Der fliegt nicht. Wir haben dann gesagt, wir fahren trotzdem mal nach München, schauen wir mal. Dann sind wir hingefahren, dann hieß es technische Probleme, also der fliegt absolut gar nicht. Dann wollten wir umbuchen. Die nächsten 2 Flieger waren schon komplett voll, komplett ausgebucht. Dann haben wir den drittnächsten bekommen mit Zwischenstopp über Frankfurt. Die letzten 2 Plätze, da haben wir richtig Glück gehabt und wäre dann noch eine halbe Stunde später losgeflogen, was er dann noch ist. Also war total stressig, aber wir haben es noch geschafft. Dann sind wir in Frankfurt angekommen, dann hätten wir dann Anschlussflieger verpasst, weil der schon spät dran war. Hat aber Gott sei Dank noch alles geklappt. Aber das ist schon so eine dauerhafte Stresssituation. Wenn man nicht weiß, kommt man jetzt da wirklich hin oder nicht, oder wie läuft es und klappt alles und hoffentlich hat der nächste kein technisches Problem und so weiter. Und hoffentlich hat man dann auch wirklich einen Platz. Man hört ja auch hier und da immer mal welche Geschichten, dass der Flieger dann doch überbucht ist und so weiter. Aber es hat dann Gott sei Dank alles geklappt. Wir sind dann ganz gut in New York angekommen. Ich muss noch dazu sagen, das war jetzt nicht mein allererster Langstreckenflug. Mein allererster Langstreckenflug, der war nach Südafrika. Mit Zwischenstopp in Doha, aber da ist ja Zeitverschiebung auch nur 2 Stunden. Und ja, da war ich sehr, sehr aufgeregt. Wobei ich jetzt nach Amerika auch sehr, sehr aufgeregt war. Aber ich habe gewusst, ich nehme meinen Laptop mit, ich arbeite nebenher was. Also ich habe einfach eine Beschäftigung und mit der Zeitverschiebung. Da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich die verpacke. Ging aber auch alles ganz gut. Also wir haben, glaube ich, echt gute Zeiten auch gebucht gehabt, um den Jetlag so gut es geht zu bewältigen. Auch wieder mit dem Rückflug. Also würde ich heute alles eins zu eins wieder so machen. Aber ich hatte natürlich schon ein kleines mulmiges Gefühl. Wie macht das mein Körper mit? Wie macht das mein Darm vor allem mit? Auch finde ich immer, ist es immer ein bisschen ein Risiko, wenn man in ein ganz anderes Land fährt oder fliegt. Die, wo ja auch ganz andere Essenskulturen haben, wie in Deutschland. Ich meine, in Deutschland, da kennt man es, da kennt man auch das reine Wasser. Also ist natürlich gebietsabhängig, aber ja, ein ganz anderes Land ist dann doch nochmal eine andere Nummer. Aber wie es dann im Endeffekt in den Ländern war, mit dem Essen, mit dem Trinken und mit dem Jetlag und so weiter, das erfahrt ihr in den nächsten Videos. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann gehe ich da gerne in dem nächsten Video drauf ein. Aber jetzt mal allgemein zu Langstreckenflügen. Also man weiß ja gar nicht, was gibt es da überhaupt zum Essen? Vertrage ich das? Kann ich das überhaupt essen? Gibt es überhaupt was? Und da muss ich wirklich sagen, man kann es ja nachlesen, man weiß es ja, ob es was gibt oder nicht. Teilweise steht es dran, natürlich nicht ganz genau, was es gibt. Meistens verträgt man das ganze Essen ja auch gar nicht. Gerade wenn man chronisch entzündliche Darmerkrankungen hat oder Reizdarm vor allem oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich glaube, die gehen da nicht drauf ein im Flugzeug. Und dann sitzt man auch noch so eng beieinander und man kann sich, glaube wirklich schönere Situationen vorstellen. Und es gibt einfach keinen Ausweg, weil man ist ja wirklich über den Wolken. Und ja, es gibt eigentlich nur eine kleine enge Toilette. Und genau diese Gedanken kamen mir immer, wenn ich ans Fliegen dachte. Vor allem Langstreckenflüge. Immer, oh Gott, engster, kleinster Raum, voller Menschen, also was ja so gut wie immer ausgebucht ist. Und man bekommt was zu essen, man weiß gar nicht was. Und wie geht's einem danach? Verträgt man's nicht? Krummelt der Magen dann schon? Macht sich der Darm bemerkbar? Muss man danach auf Toilette? Oft ist ja so, also immer wenn man auf Toilette muss, dann ist es immer besetzt. Aber gleich so, dass wirklich einer nach dem anderen geht und man dann irgendwie ewig wartet. Und dann, wenn dann vielleicht keiner mehr geht, dann ist Flugzeug eh schon am Landen. Kennt jemand die Situation? Kommen wir nun zu den versprochenen Tipps für dich, wie der Langstreckenflug komplett entspannt für dich wird. Und zwar, Tipp Nummer 1, nimm auf jeden Fall deine Medikamente mit. Die sind ganz, ganz wichtig, dass du einfach im Hinterkopf zur Sicherheit weißt, wenn irgendwas sein sollte, hast du die Medikamente dabei.
Tablettenform und so weiter kannst du ja immer im Handgepäck mitnehmen. Also würde ich dir auch wirklich empfehlen, selbst wenn irgendwas im Langstreckenflug sein sollte, dass du sie nehmen kannst. Und alle Medikamente in Flüssigform musst du natürlich in den großen Gepäckkoffer tun. Außer, also alles über 50 Milliliter. Aber ansonsten nimm alles ins Handgepäck mit. Tipp Nummer 2. Flieg auf jeden Fall mit einer Person weg, der du vertraust, die dir vertraut, die du sehr gut kennst, die über deine Erkrankung Bescheid weiß und die auch vollstes Verständnis dafür hat, falls irgendwas sein sollte. Mit der du offen über alles reden kannst, auch über die Erkrankung und die nicht noch zusätzlicher Stressfaktor für dich ist. Tipp Nummer 3. Bereite dir Essen vor, wo du definitiv weißt, das verträgst du. Ess das vor dem Flug, also bevor es überhaupt losgeht, bevor du zum Flughafen gehst, dass du einfach schon eine Grundlage hast und auch schon was im Magen, dass du da nicht auf einmal Heißhunger bekommst und dann irgendwas isst, wo du ganz genau weißt, das verträgst du nicht oder vielleicht auch gar nichts findest, was du verträgst. Von dem her, isst zu Hause noch in Ruhe Sachen, die du verträgst und pack dir auch noch was mit ein für den Langstreckenflug. Wir wissen ja alle, Flüssigkeiten gehen nicht. Was aber zum Beispiel geht, das wäre jetzt Porridge, wenn das eine feste Konsistenz hat oder Obst oder belegte Brötchen. Wenn du jetzt zum Beispiel so Weizenbrötchen oder so nicht verträgst, dann kannst du dir auch gerne selber ein Brot backen. Oder Low-Carb-Brot, glutenfreies Brot, es gibt ja mittlerweile so viele Rezepte. Und Nusskernmix, also wenn du Nüsse verträgst, nimm dir gerne Nusskernmix mit, also den habe ich immer dabei. Wenn ich mal Hunger bekomme, nehme ich einfach so eine Handvoll Nusskernmix und bin dann satt für die nächsten Stunden. Ja, das geht eigentlich immer. Aber wichtig ist, also wenn du Bedenken hast, verträgst du das Essen im Langstrecken, also im Flugzeug, über die sicherheitshalber immer was mitnehmen, immer. Oder wenn du auch nur die Hälfte verträgst und die andere Hälfte nicht, dann lass die andere Hälfte, die du nicht verträgst, lass es liegen, gib's deinen Mitreisenden und isst dafür lieber das, was du verträgst. Also quäl dich nicht unnötig. Das sind Sachen, da kann man einfach entgegenwirken. Warum soll man es dann nicht machen? Irgendwelche geruchlosen Snacks, also ich würde jetzt keinen Thunfisch oder Eier oder sowas mitnehmen, sondern wirklich was Geruchloses. Punkt Nummer 4 ist Mindset-Arbeit. Wir wollen Stress bewältigen. Also das ist schon ein Stress, bevor es losgeht. Man malt sich die Worst-Case-Szenarien aus und überlegt, was kann alles schief gehen. Hoffentlich klappt alles, hoffentlich finde ich eine Toilette, wenn ich eine brauche und so weiter. Also schieb die ganzen Stressgedanken, das blabbert da ja die ganze Zeit um unseren Kopf, schalt da wirklich ab. Ja, das klingt immer leichter gesagt als getan, aber das Gegenteil von Stress ist Dankbarkeit. Also hol dich in solchen Situationen immer in die Dankbarkeit. Denk dir zum Beispiel, warum du die Reise machst. Was ist das Reiseziel? Auf was freust du dich am meisten? Sei dankbar dafür, dass du jetzt die Reise wahrnehmen kannst, dass es jetzt soweit ist, dass du in dieses Land fliegen kannst, dass du dies und das anschauen kannst, mit dieser Person vielleicht noch und was du alles erleben wirst. Also konzentriere dich auf das Positive, auf das, was du dich freust. Lass die Sorgen beiseite. Wir bereiten uns ja bestmöglich vor. Also, und wenn was sein sollte, dann machen wir das Beste daraus. Aber ja, im Endeffekt, wenn du dich mal zurückdenkst an andere Stresssituationen, was du dir vorher alles ausgemalt hast, was ist denn tatsächlich davon passiert? Wahrscheinlich nichts. Also von dem her, ruf dir das gern immer wieder in den Kopf. Und wenn du dann zum Beispiel am Flughafen sitzt und dir passiert auch sowas, Flug wird gecancelt, nächster Flug und so weiter, also so on top, einfach ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die unvorhergesehen einfach passieren, dann schau dich um, vielleicht siehst du, irgendjemand hat eine schöne Tasche oder irgendjemand hat einen schönen Pulli oder eine schöne Jacke. Dann geht er einfach zu den Personen hin und sagt, gib denen ein Kompliment dafür, also ein richtig ernst gemeintes Kompliment natürlich, und sag, hey, das ist aber eine schöne Tasche oder schöne Jacke und der Pulli gefällt mir. Und wenn das auch ernst gemeint ist und du das eben sagst, Komplimente machst, die Personen freuen sich so sehr und das kommt ja alles wieder zu dir zurück. Also dadurch kommst du auch in die tiefe Dankbarkeit. Also wenn du das ernst meinst und die Person, ist ja im Normalfall so, dass sich dann die Person freut und sich so freut, dass sich die Freude auf dich überträgt. Und damit kannst du dich auch sehr gut ablenken. Ich finde, wir sollten eh viel mehr Freude in die Welt verbreiten und ein bisschen mehr Positivität ausstrahlen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Übung dafür. Und alles, was du gibst, kommt auch wieder zu dir zurück. Wenn du dann im Flugzeug sitzt, lenk dich im besten Fall ab. Es gibt ja immer Filme oder Serien oder Podcasts, die man anschauen oder anhören kann. Damit kannst du dich super ablenken. Vielleicht arbeitest du ganz flexibel, ortsunabhängig. Dann kannst du natürlich einen PC mitnehmen, kannst darüber arbeiten oder vielleicht wolltest du schon immer mal ein Buch fertig lesen oder ein neues Buch anfangen, also lesen kannst du auch immer. Und mittlerweile gibt es ja auch so Reisebrettspiele, wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht, Mühle, Dame, alles Mögliche, die kannst du auch mitnehmen.
und einfach ein bisschen Zeitvertreib und die Zeit totschlagen. Du kannst auch dösen oder schlafen. Versuch einfach, die komplette Flugzeit mit irgendwas Positivem zu verbringen. Oder auch mit tiefgründigen Gesprächen oder witzigen Gesprächen. Oder ja, es gibt so viel. Also die Zeit, die kriegt man auf jeden Fall rum. Dann möchte ich noch kurz auf den Punkt Klimaanlage im Flugzeug anbringen. Und zwar, man kann die ja selber oben so ausdrehen. Aber so eine gewisse Klimaanlage läuft ja immer im Flugzeug. Und da gibt es auch kleine Tricks. Und zwar kannst du einfach so einen leichten Schal umhängen um den Hals. Dann ist der Hals zumindest ein bisschen geschützt und durch die Klimaanlage wird die Mundschleimhaut ziemlich trocken. Deswegen soll man kontinuierlich schauen, dass die Mundschleimhaut feucht ist, also dass die nicht austrocknet oder dass die nicht trocken wird. Deswegen sollte man immer so kleine Schlückchen immer trinken, regelmäßig. Am besten halt Wasser natürlich. Ich verlinke dir meinen Immunhack, also das Video blende ich dir oben ein, beziehungsweise ich schreibe es auch unten in die Beschreibung. Klick einfach drauf, schau es dir gern an und damit bist du nie länger als 2 Tage krank, weil ganz ehrlich, im Urlaub, wir wollen den Urlaub genießen, wir wollen entweder entspannen oder das volle Programm durchziehen, was geplant ist. Und da können wir Krankheitstage einfach nicht gebrauchen. Schau es dir gern an und die Produkte habe ich dir auch alle verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir gute Tipps geben, wie du deinen nächsten Langstreckenflug ganz entspannt für dich nutzen kannst, wie du dich am besten darauf vorbereiten kannst. Also nochmal eine kleine kurze Zusammenfassung. Vorbereitung ist alles. Ess und nimm die Nahrungsmittel mit, die du auch wirklich verträgst, wo du weißt, die verträgst du. Am besten geruchlose, weil wir denken natürlich auch an unsere Mitmenschen. Und Mindsetarbeit, Stressbewältigung. Gegenteil von Stress ist Dankbarkeit und bring dich immer in die Dankbarkeit. Weg von der Angst, aber zu der Zufriedenheit. Mach anderen Komplimente. Bring dich immer in die Gedanken, warum du die Reise machst, was dein Ziel dabei ist und auf was du dich freust. Ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte dir damit sehr wertvolle Tipps mitgeben, wie du das nächste Mal ganz entspannt den Langstreckenflug bewältigen kannst und freue mich über einen Daumen nach oben, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du weitere Tipps hast, schreib sie gerne in die Kommentare und ich freue mich, wenn du nächste Woche Sonntag wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.